Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in Teil 2 meiner Betrachtung von sich schneidenden Kostenfunktionen. Der erste Teil heißt, sich schneidende Kostenfunktionen zeichnerisch. Schauen Sie sich das unbedingt an, denn jetzt schauen wir auf die sich schneidenden Kostenfunktionen rechnerisch. Ganz kurz nochmal, aber wirklich nur ganz kurz, diesen ersten Teil ausführlich, wie gesagt, erklärt in diesem ersten Teil, aber ganz kurz nochmal der Inhalt. Wir haben hier x, wir haben hier k. Wir haben zwei Kostenfunktionen. Die eine, K1, fängt an mit den Fixkosten, die hier liegen. Und dann haben wir eine zweite Kostenfunktion, wo die Fixkosten drüber liegen, aber die Steigung schwächer ist. Ja, wir haben also eine Kostenfunktion K1 und eine Kostenfunktion K2. Die eine Kostenfunktion fängt immer an, ob sie K1 oder K2 heißt, kann sich ändern. Ja? Aber die eine Kostenfunktion hat immer niedrigere Fixkosten, aber eine stärkere Steigung. Und die zweite Kostenfunktion hat immer höhere Fixkosten, fängt also hier auf der Ordinate höher an und hat eine schwächere Steigung. Ja? Das ist das Grundprinzip, das Sie immer finden. K1 und K2, die Bezeichnungen können sich umdrehen. Aber das Grundprinzip bleibt immer gleich, damit eine Aufgabe draus wird. Denn die Aufgabe dreht sich natürlich um diesen Schnittpunkt. Wenn wir hier das Lot nach unten fällen, erhalten wir x Stern. Ja, so kann man es nennen, x Stern. Das ist die Menge, wo die Kosten, die Produktionsmenge, ne, x ist die produzierte Stückzahl, wo die Kosten für beide Kostenfunktionen, und die beiden Kostenfunktionen stehen für zwei Maschinen, gleich ist. Egal, ob ich auf Maschine 1 mit Kostenfunktion 1 oder auf Maschine 2 mit Kostenfunktion 2 produziere, wenn ich diese Stückzahl hier x Stern produziere, habe ich die gleichen Kosten. Aber wenn ich links davon bin, dann muss ich mit Kostenfunktion K1 produzieren. Und wenn ich rechts davon bin, dann muss ich mit Kostenfunktion K2 produzieren. Ja? Und dieser Schnittpunkt, den kann man ausrechnen und den muss man in Prüfungen sehr oft ausrechnen. Weil es das Grundprinzip. Nun, die Kostenfunktion K1 drückt sich aus als K-Fix und hier nennen wir es K-Fix 1, weil die Kostenfunktion so heißt, plus, wollte ich schreiben, Moment, plus KV und hier nennen wir es KV1 mal X. Und die Kostenfunktion 2 unterliegt dem Prinzip K-Fix 2. Ja, die liegen hier, Kfx 2 liegen hier, das ist ein Euro-Wert. Ja, da kann stehen 5.000 Euro oder sowas. Ja, und Kfx 1 liegt runter, kann sein 3.000 Euro. Plus Kv2 mal x. So, und da wir hier diese Gleichheit bei dem Punkt x Stern berechnen wollen, setzen wir diese beiden Kostenfunktionen jetzt gleich. Daraus ergibt sich Kfx 1 plus Kv1 mal x gleich Kfix 2 plus Kv2 mal x. Wir wollen also jetzt genau dieses x ausrechnen, bei dem die Kosten gleich sind. Wir wollen dieses x Stern ausrechnen. So, jetzt sortieren wir das erstmal so ein bisschen. Wir haben hier Fixkosten stehen auf der linken Seite der Gleichung, hier Fixkosten auf der rechten Seite der Gleichung. Weil das Ding Gleichung heißt, dürfen wir alles machen, wir müssen es nur auf beiden Seiten der Gleichung machen, damit es eine Gleichung bleibt. Das ist wie eine Waage. Sie dürfen Linksgewicht draufpacken und dann müssen Sie aber rechts auch das Gleiche machen, damit es eine Waage bleibt, damit es gleich bleibt. Sie dürfen auf beiden Seiten der Gleichung 10 Gramm drauflegen. Es bleibt eine Waage, es bleibt in der Balance. Sie dürfen auf beiden Seiten der Gleichung 5 Gramm wegnehmen. Sie müssen es nur auf beiden Seiten der Gleichung machen. Das ist das einfache Prinzip, das man begreifen muss. So, wenn ich also jetzt etwas mache, auf der einen Seite muss ich auf der anderen Seite auch machen. Ich sortiere das jetzt erstmal ein bisschen. Ich möchte, dass die Fixkosten auf einer Seite stehen und die Variablenkosten auf der anderen Seite. Also ziehe ich jetzt erstmal auf beiden Seiten der Gleichung minus Kfx 2 ab. Wenn ich es hier abziehe, dann steht da Kfx 2 minus Kfx 2 bleibt hier 0 stehen. Also minus Kfx 2. Und auf der linken Seite der Gleichung steht da Kfx 1 minus Kfx 2
plus k vor 1 mal x gleich k vor 2 mal x. Ja? Denn dieses k fix 2 plus k fix 2 minus k fix 2 wird 0. Hier steht also 0 plus k vor 2 mal x, um genau zu sein. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt habe ich hier die Fixkosten stehen, aber jetzt habe ich hier noch variable Kosten. Und hier stehen auch variable Kosten. Jetzt möchte ich, dass dieses k vor 1 mal x auf die andere Seite rübergeht. Also auf beiden Seiten der Gleichung ziehe ich minus k vor 1 mal x ab. Dann wird hier ein 0 draus. Dann steht in der nächsten Zeile k fix 1 minus k fix 2 gleich k vor 2 mal x minus k vor 1 mal x. So, jetzt bin ich schon fast am Ziel. Jetzt, ich will ja nachher, am Schluss will ich ja x gleich stehen haben. Ja, wobei in meinem Fall das hier jetzt stehen wird. Ja, gleich x ist ja das Gleiche. Ja? Also werde ich im nächsten Schritt jetzt hier auf der rechten Seite der Gleichung das x vor die Klammer ziehen. Ich werde das x ausklammern, damit ich durch den Term dividieren kann. Also schreibe ich k fix 1 minus k fix 2, hatte ich hier vergessen, gleich x mal k v 2 minus k v 1. Ja? Ich habe das x vor die Klammer gezogen. Sie können das x wieder reinmultiplizieren, dann werden Sie sehen, dass dies hier wieder auftaucht. Der Vorteil ist, dass ich jetzt durch diesen Term hier dividieren kann, denn das ist ein Mal und ich mache jetzt genau immer die gegenteilige Rechenoperation. Also dividiere ich durch k vor 2 minus k vor 1. Dividiert durch k vor 2 minus k vor 1. Und dann steht da, und ich schreibe es hier drüben hin, weil ich da keinen Platz mehr habe, steht da k fix 1 minus k fix 2 dividiert durch kv2 minus kv1 gleich x. Ja, das ist also die Formel, in die man, wenn man will, wenn man die Zahlen jetzt hat, wenn hier jetzt nicht allgemeine Terme stehen, sondern wenn hier Zahlen stehen. Ich sagte vorhin, kfx1 liegt hier, könnte 3.000 Euro sein. Kfx2 liegt hier, könnte 5.000 Euro sein. Wenn man die Zahlen jetzt hat, dann kann man, wenn man diese Formel hier kennt, als Endergebnis dieser Gleichsetzung, kann man alles hier einsetzen. Ja? Und kv1 und kv2 sind natürlich auch Zahlen. Ne? Kv1 ist das hier, das ist steiler, ne? Das könnte 5 sein, das heißt für jedes produzierte Stück von x1 kommen 5 Euro hinzu, für ein Stück 5 Euro, für zwei Stück 10 Euro, für drei Stück 15 Euro. Und hier, diese flache Steigung könnte von mir aus 2 sein. Ja, also das heißt also, wenn ich Stückzahlen von x2 produziere, ein Stück 2 Euro, zwei Stück 4 Euro und so weiter. Eine flachere Steigung. Diese Zahlen könnte ich hier einsetzen, ja, beziehungsweise hier einsetzen und dann kann ich x ausrechnen. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Ja, und wenn man jetzt diese Formel hier auswendig lernt, dann sollte man wissen, dass dahinter diese simple Gleichsetzung und die Auflösung dieser Gleichsetzung nach x, ja, hier, ich habe es aufgelöst nach x, steckt. Ja, das steckt dahinter. Und wenn man das jetzt auswendig lernt, dann sollte man sich merken, hier taucht das 1 auf und hier taucht das 1 bei den kv auf. Hier ist das 1 bei kfx und hier das 1 schräg rüber, das k vor 1 bei den Variablen. Hier ist das k vor 2 bei den Variablen und hier das das kfx von 2. Ja, k vor 2 und kfx 2 stehen sich so schräg gegenüber und kfx 1 und kv 1 auch entsprechend schräg gegenüber beziehungsweise vertauscht. So kann man sich das auch merken. Ja, dann sieht man auch, ob die Formel richtig ist, mit der man da operiert. Aber die meisten Formelsammlungen enthalten sie auch. Alles Gute, Marius Ebert.
Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.